Dieser Mann ist so aktiv und macht so viel und sein neues Buch ist da. Die Magie der Wünsche, wie du deine Lebensträume manifestierst. Ich freue mich sehr. Pierre Frank, wie geht's dir und wo bist du? Erstmal herzlichen Dank für dein Interesse und deine Einladung, mir zuzuhören über das Wünschen und überhaupt, wie man sein Leben am besten positionieren kann. Und ich bin jetzt im Moment gerade in London. Hier ist es unglaublich warm, weil hier natürlich jetzt irgendwie Hochsommer ist. Und ich schwitze so ein bisschen vor mich hin und ich freue mich total auf unser Interview. Ich mich auch. Und du hast etwas erschaffen. Ich habe den Eindruck, das gab es schon, aber natürlich noch nie durch deine eigenen Hände. Ein Kreativbuch ist das ja, die Magie der Wünsche. Wenn ich das jetzt vor mir habe und aufschlage, was erwartet mich da? Naja, also als erstes muss man sich mal überlegen, was ist Wünschen überhaupt? Was tun wir eigentlich, wenn wir wünschen? Letztendlich nehmen wir unser Leben in die eigene Hand. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben und die meisten Menschen verbinden damit immer Arbeit. Die denken dann, oh Gott, jetzt muss ich ganz viel tun und Vergangenheitsbewältigung und meine Schatten bloßlassen. Und diese spielerische Variante, eigentlich geht es ja darum, das Leben in die Leichtigkeit zu bringen und mit Leichtigkeit sein Leben tatsächlich in eine neue Führung zu bringen. Und zwar in eine Richtung, die uns Spaß und Freude macht. Und diese Leichtigkeit, die wird leider sehr oft vermisst bei den ganzen Seminaren. Da muss man Erfolg haben und da so. Und das war meine größte Erfahrung, als ich feststellen durfte, am schnellsten machen wir tatsächlich Entwicklung, wenn es leicht geht, wenn es spielerisch geht. Und genau das soll dieses Buch vermitteln. Von Anfang an, du möchtest dein Leben wandeln, du möchtest dein Leben eine eigene Richtung geben, dann doch bitte schön am besten, aber so, dass es dir Spaß macht und Freude macht. Denn am Schluss soll ja auch genau das stehen, unsere Freude, Lebensfreude, unsere eigene Energie und vor allem natürlich auch die Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Und das finden wir nur heraus, indem wir spielerisch rangehen, weil dann haben wir erst Beständigkeit. Beständigkeit entwickeln wir eigentlich nie dann, wenn wir irgendwann müde werden oder auch, jetzt muss ich wieder mich hinsetzen, 10 Minuten, eine Stunde eine Übung machen. Und deswegen soll es Freude bereiten und deswegen gehen wir in diesem Buch spielerisch Schritt für Schritt voran. Und dann wird man erst vielleicht so in der Mitte des Buches feststellen, ich habe schon eine Wandlung gemacht. Das ist ja toll. Also das ist das eigentliche Ziel dieses Buches. Was war der erste essentielle Wunsch in deinem Leben? Ich glaube, auf die Welt zu kommen. Ich glaube, das war der erste, wichtigste und wesentlichste Wunsch. Denn ich besitze eine unbändige Lebensfreude und Lebensenergie. Also Leben ist mir unglaublich wichtig. Und deswegen habe ich schon sehr früh angefangen, sehr bewusst jeden Moment auch auszukosten und ihn als besonders zu betrachten. Und gerade jetzt, wo ich ja schon mal eher in der, am Ende des Lebens bin, also ich habe noch viele, viele Jahrzehnte vor mir, aber wo ich schon mal viel zurückblicken kann, bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich das gemacht habe. Und deswegen kann ich jedem nur raten, egal was du jetzt immer auch gerade in diesem Moment tust oder denkst, also mach es bewusst. Egal, auch wenn du traurig bist, dann mach es aber bewusst und nicht einfach nur, da muss ich durchgehen und schnell weggehen. Denn jeder Moment ist unglaublich kostbar in unserem Leben. Und mein wesentlichster, größter Wunsch, an den ich mich erinnern kann, war vor 30 Jahren, als ich, obwohl ich ja als Schauspieler so erfolgreich war, als ich feststellte, die vielen, vielen wunderbaren Frauen an meiner Seite ist schön und gut, aber mir fehlt eigentlich die wahre tiefe Liebe. Und letztendlich war das mein größter Seelenwunsch, meine Seelenpartnerin an meiner Seite zu haben. Du weißt natürlich wie kaum ein anderer, wie wichtig das Visualisieren von Wünschen ist. Hat es denn die Suche nach der richtigen Frau an deiner Seite auch auf deine Visualisierungsliste geschafft? Aber definitiv. Wir müssen uns überlegen, ohne Vision, also Visualisierung hat ja ganz viel mit der Vision zu tun. Ohne Vision verändert sich in unserem Leben gar nichts. Ganz oft höre ich, du, da habe ich aber gewünscht und nichts ist passiert. Und wenn ich da genauer nachfrage, wie hast du denn gewünscht? Na, ich habe mich mal hingesetzt und habe gesagt, das wäre schön. So, letztendlich ist Wünschen, auch erfolgreiches Wünschen, ist nichts anderes als zielorientiertes Denken. Wir geben unserem Leben einen Fokus und Fokus heißt, in welche Richtung soll mein Leben gehen? Und dazu brauchen wir eine Vision. Und Vision hat immer Bilder und Emotionen. Und Vision hört sich so riesengroß an. Aber wenn wir uns mal überlegen, was habe ich in meinem Leben bisher alles geplant und verändert? Selbst wenn ich ein Auto gekauft habe, habe ich ja eine Vision von einem Auto. Ich weiß, welches Auto es sein soll, wie viele Türen es haben soll, ob es ein Benziner oder Diesel ist oder ein E-Auto. Also das ist auch eine Vision. Und wir planen ganz viel, selbst wenn wir eine neue Wohnung haben,
wollen, planen wir auch ganz viel. Und seltsamerweise planen wir bei Partnerschaften ganz wenig. Da sagen wir, da mogeln wir uns drum rum. Da sagen wir, na, da brauche ich jemanden, der zu mir passt oder der mich glücklich macht. Und die eigentliche Frage ist ja, wer passt denn zu dir? Ja, wer macht dich denn glücklich? Und deswegen ist ganz wesentlich, dass wir eine Vision aufbauen. Und die Vision lautet nicht etwa, ich stelle mir jetzt vor, wie mein Seelenpartner oder meine Seelenpartnerin aussieht, sondern eher, was für ein Seelenpartner bin ich denn? Also in welcher Partnerschaft fühle ich mich wohl? Was will ich denn da erleben? Also möchte ich in der Stadt leben, auf dem Land leben? Möchte ich eine große oder eine kleine Familie haben? Möchte ich viel reisen? Möchte ich kulturell unterwegs sein? Oder möchte ich zu Hause auf dem Sofa sitzen? Etc. etc. Also wir sehen schon, wir beschreiben in erster Linie uns selber und bauen eine Vision von uns selber auf, was für eine Partnerschaft bin ich eigentlich bereit einzugehen? Und die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum ganz viele Menschen einfach aus dem Mangel heraus wünschen, etwas fehlt mir, jemand soll kommen, der diesen Mangel auffüllt. Das funktioniert einige Zeit, aber dann bin ich ja abhängig von dem anderen. Und wenn der wieder weggeht, dann habe ich das, wo ich vorher im Mangel war, ja immer noch nicht für mich gelöst. Und das bedeutet, dass ich da dann große Angst habe, wenn der mich wieder verlässt oder wenn sie mich wieder verlässt, dann sitze ich wieder ganz tief unten im Loch. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir eine Vision aufbauen, die nicht über unseren Mangel geht, sondern darüber geht, über die Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich alles erleben? Und wenn ich da Schattenbereiche habe, wo ich sage, ah, das kann ich vielleicht noch gar nicht, dann ist es ganz wichtig, diese Schattenbereiche, also vielleicht Angst vor Nähe oder ich habe Angst, dass ich wieder betrogen werde. Wir haben ja viele Verletzungen erlebt in unserem bisherigen Erleben und deswegen haben wir auch ganz oft einen Rucksack, den wir mit uns herumtragen und den der nächste Partner ausbügeln soll. Das schafft er aber gar nicht, sondern viel wichtiger ist, dass wir sagen, okay, all das, all diese Schattenbereiche oder all diese Bereiche habe ich auch, wo ich wie ein kleiner Junge bin oder wie ein kleines Mädchen oder mich irgendwie doof verhalte, all das habe ich auch. Aber das möchte ich bitte gemeinsam mit meinem Partner transformieren. Das heißt, nicht er macht das für mich, sondern ich mache es gemeinsam mit seiner Hilfe. Und da ist eine Vision natürlich unglaublich wichtig, weil wir gleich von Anfang an sagen können, schau, das bin ich. Und schon sind wir authentisch. Und nicht, das muss ich alles verbergen, denn wenn der oder die das herausfindet, dann verlässt die mich. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir eine ganz klare Vision aufbauen. Und genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Ich habe ganz lange an meiner Seelenpartner-Vision gearbeitet und die immer wieder ergänzt, weil es nicht so ist, dass wenn wir beginnen mit einer Vision, dass sie sofort nach 10 Minuten dasteht, sondern da fällt uns am nächsten Tag was ein und eine Woche später nochmal etwas. Also sie entwickelt sich. Und am Ende wissen wir, das bin ich. Und das macht mich authentisch. Und das ist etwas, was ich wirklich in dieser tiefen Wertigkeit erleben möchte. Und letztendlich ist das die beste Form des Wünschens, weil auf diese Weise, wir wissen ja, Gedanken behalten wir nicht für uns, sondern wir senden sie aus. Und in diesem Millionen, dem Feld von den Millionen Möglichkeiten, fängt genau dieser Mensch, der diesen anderen Menschen, nämlich mich, sucht und der gerne auch all das erleben möchte, der fängt diese Gedanken auf und hat die Chance, in unser Leben zu treten. Lass uns einmal kurz in deine Filmografie springen. Du warst bei einem der für mich interessantesten und wertvollsten Filme Deutschlands dabei, Der Todmacher, 1995, Götz-George, Jürgen Hensch und eben du. Wer von dem Film noch nichts gehört hat, wie würdest du den beschreiben? Worum geht's da? Naja, erstmal ist es eine Ausnahme, ein Ausnahmefilm, sind nur drei Personen. Alles spielt in einem Raum ab, ein Verhör. Der Todmacher heißt Todmacher, weil es tatsächlich ein Massenmörder war, der gefasst worden ist, der von Götz-George dargestellt wird und der interviewt wird. Und dann gibt es in dem Raum noch einen, der alles notiert und aufschreibt. Und das war natürlich eine außergewöhnliche Erfahrung für uns alle, weil wir das haben das in einer Kaserne gedreht und wir waren letztendlich 6 Wochen lang Tag und Nacht zusammen. Und das ist natürlich für Schauspieler eine außergewöhnliche Erfahrung. Und für mich war es wundervoll zu sehen, wie Götz-George arbeitet, der ganz emotional gearbeitet hat und eigentlich mit sich nie zufrieden war und noch tiefer einsteigen wollte. Also das war schon mal eine außergewöhnliche Arbeit. Und Romuald Karmarkar, der Regisseur, den fand ich absolut faszinierend, weil er allen Schauspielern, also uns dreien, unglaublich viel Freiheiten gab und immer wieder auslotete. Und letztendlich war das auch einer der großen Filme für mich, die
mich dann bewogen haben, mit der Schauspielerei aufzuhören. Denn wir waren dann in Venedig, waren der Eröffnungsfilm in Venedig und haben dann viele, viele Preise bekommen. Und ich habe mir dann gedacht, so eine Arbeit bekommst du nicht oft im Leben. Also was soll danach noch kommen? Und für mich war das mit einer der Gründe, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich, ich habe ja mit 6 Jahren angefangen, war ich jetzt schon so lange Schauspieler und habe auch mich so oft gelangweilt am Drehort, weil du ja immer wieder das Gleiche machst, die gleichen Hotels, die gleichen Dialoge. Und da war das so anders, dass ich mir gedacht habe, das ist ein wunderschöner Moment, dass du deinem Leben eine neue Richtung gibst. Und letztendlich war das für mich so einer der großen, großen Highlights, auch für mich als Schauspieler. Mit deinen Büchern, CDs, DVDs bist du über 3 Millionen Mal über die Ladentheken gegangen, in über 21 Ländern. Trotzdem hast du dir gesagt, YouTube ist ein Feld, auf das du sehr viel Lust hast. Und die 100.000 Abonnenten, wenn ihr es jetzt seht, sind wahrscheinlich schon erreicht. Pierre, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, YouTube möchte ich machen? Oh, wie immer in meinem Leben, es hat alles Michaela gemacht. Michaela hat damals irgendwann gesagt, du, da gibt es Facebook. Und ich habe gesagt, was ist denn das? Und dann hat sie Facebook eingerichtet. So, und dann fand ich es grandios. Und dann kam YouTube, hat sie eingerichtet für mich irgendwann mal. Und ich fand es plötzlich grandios. Ich saß vor der Kamera und ich konnte mich mit Leuten austauschen. Und das Tollste war live. Ich konnte live gehen und mich mit Leuten tatsächlich austauschen. Das fand ich grandios. Und ich habe dann über die ganze Resonanz, über die Mails, aber auch was dann anschließend in Kommentaren geschrieben wurde, habe ich plötzlich festgestellt, es gibt gar keine Distanz, sondern man kann tatsächlich Nähe aufbauen. Und ich bin am Anfang von diesen ganzen Videos auf die Fragen eingegangen, die gestellt worden sind. Da habe ich gedacht, ah, das ist ein schönes Thema, darüber rede ich. Und habe festgestellt, dass darüber tatsächlich Hilfe stattfindet. Also tatsächlich eine Bewusstwerdung bei denen, die zuhören. Also gibt es etwas anscheinend, was ich vorher nicht wusste, das in mir ist, wo Leute plötzlich selbst in Resonanz gehen mit der Liebesfähigkeit, mit Nähe etc. Und das fand ich natürlich faszinierend. Und deswegen ist für mich YouTube zurzeit ein wundervolles Instrument, mit Menschen in Verbindung zu treten und auch tatsächlich mich mit ihnen auszutauschen und dementsprechend dann immer das auch, ich muss dazu sagen, die Besonderheit von meinem YouTube-Video ist ja, dass ganz viele davon 1 Stunde dauern und man hat mir gesagt, 1 Stunde kannst du vergessen, das funktioniert bei YouTube nicht und komischerweise funktioniert das wundervoll. Also es war schon immer ein bisschen anders mit mir und auch dies ist anscheinend anders und ja, für mich ist das ein ganz wichtiges Medium, so wie wir jetzt ja auch. Wir reden und andere, die dieses Video später sehen werden, die werden davon vielleicht berührt oder vielleicht neugierig. Also es passiert etwas mit uns. Und das ist natürlich wesentlich besser, als wenn wir nur ein Bildchen oder nur ein Buch, wo man nachlesen kann und jeder in seiner eigenen Welt dann irgendwann mal sich befindet, ist natürlich dieses 1:1, dieser direkte Kontakt etwas Wundervolles für mich. Die Magie der Wünsche, wie du deine Lebensträume manifestierst, gibt es überall im Handel. Und wenn ihr an einem Punkt seid in eurem Leben, an dem ihr sagt, ich will jetzt mal was anderes machen, ich traue mich jetzt mal, ich werfe mich rein, dann kann das richtige Buch für euch sein. Und ich freue mich, dass er da war, der Autor Pierre Frank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für dein Interesse. Gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Jetzt weiß ich, in wie viele Kameras du schon gesprochen hast. Aber vielleicht hast du ja heute was in dir, was du heute mal rauslassen willst. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, bitte greift alles, was in euch wohnt, raus. Ist es Kreativität? Ist es der Wunsch zu singen? Ist es der Wunsch, anderen zu helfen? Hört mal ganz genau in euch rein, weil ich kann euch versprechen, eine Aufgabe im Leben ist safe zu wenig für einen Menschen. Da ist noch viel, viel mehr in euch drin. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Pierre Frank. Bis dann. Ich habe ja schon alles in millionenfacher Richtung erzählt und gesagt. Und das ist das Wundervolle. Sag du es auch. Teil dich mit allen mit. Wir begrenzen uns beständig. Und das ist komplett verrückt, weil... Ist das wirklich so wichtig, was dein Nachbar denkt? Nein, es ist wichtig, was du denkst und dass du dein Leben lebst. Und das kann ich dir nur nahelegen. Rede, rede, rede über alles. Und es gibt Leute, die finden dich doof, aber es gibt ganz viele Leute, die finden dich wundervoll. Und die sind die einzigen Wichtigen in deinem Leben.